ich finde, du spielst nur. Die Zerstörung von Diana. Hast du es gewusst? Nein. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Die große Abrechnung. Deshalb entscheide ich mich heute. Das wird immer kranker. Sie haben Danilos Mutter reingeholt. Ich krieg Schnappatmung. Ihr wisst ja, ich hab hier einen Eingriff. Ich hab auch meine ganzen Beine sind voller Zello. Ich hab Fett absaugen lassen. Ich danke dir, mein Chirurg. Aber das kann ich euch nicht vorenthalten. Ohne meine Mütze geht's aber nicht. Ein kurzes Update zum Showdown bei Love Island. Danilo, du hast mich gewählt. Das war für mich einer der schönsten Tage hier, weil ich dachte, ich bin endlich angekommen. Und ich weiß, dass man hier bei Love Island nur als Couple bestehen kann. Deshalb entscheide ich mich heute, die Villa selbstständig zu verlassen. Nein, wen soll Danilo jetzt anlügen? Und klar, die Fakes heulen natürlich am krassesten. Ist wieder der Buhmann. Yep. Pietro wartet auf dich. Du bist so dumm. Ich mein's ernst, du hast ja das Beste verdient. Melissa hat nur das Beste verdient und jetzt soll sie Pietro Lombardi nehmen. Dieser Widerspruch. Das ist für Pietro. Wenn hier rauskommt, heißt Melissa Lombardi. Ja. Jedenfalls überlegt Diana jetzt schon, wie sie Melissa den Pietro streitig machen kann. Was mache ich ohne dich hier? Spring alleine rum, oder was? Du hast deinen Mann. Weit hinten eine intrigante Bitch sein. Wer Freunde wie Diana hat, braucht keine Feinde mehr. Melissa hat sich dazu entschieden, die Villa freiwillig zu verlassen. Das bedeutet, dass Alex und Marcel leider ausziehen müssen. Alle sind traurig, dass Melissa gehen muss. Ich bin eher traurig, dass Konfrau Alex gehen muss. Babygeschrei, oder wie es auch heißt, Sydney ist wach. Elektro-Babys. Und jetzt ratet mal, welchen Namen Diana und Danilo ihrem Baby geben. Aber jetzt ist es die Dana. Ach, so schnell kann sich das an. Und bei uns ist es die Melissa Sophie. Willst du mich verarschen? Alter, es wird immer schöner, echt. Wow, völlig egal. Es folgt nämlich jetzt nach dem Sommerhausfinale das Trash-Highlight des Jahres. Diana und Danilo, nach dem ganzen Kindergeschrei habt ihr euch ruhige Zweisamkeit verdient. Wow. Warum zieht sie sich jetzt so nuttig an? Sie sind auf dem Weg zum Date. Das ist wohl der Vorhof zur Hölle. Hashtag Elternzeit. Anstoßen. Auf uns. Überraschung. Ist es eine Mama? Wer auch immer die Idee hatte, die Mutter einfliegen zu lassen, bitte gebt ihm oder ihr eine Gehaltserhöhung. Ich habe Fragen an die Diana. Da wollte ich sie alleine für mich haben. Du warst ja draußen. Ja, klar. Ja, du konntest dir viele durch den Kopf gehen lassen, wie, was, wo. Und da konntest alles checken, alles, jeden Einzelnen. Und der Schwester im Haus, der nach dir sich gesehnt hat, das war er. Also du hast deine Strategie aufgebaut, meiner Meinung nach. Das ist mehr Gemetzel als bei Saw. Und Dianas Blick so, scheiße, hat die Mama mich durchschaut. Direkt zu Alex, Platz gesichert. Danach bist du zu Danilo gegangen und hast seine Lage gecheckt. Hast mal kurz den Alex ausgenutzt und bist dann zu Danilo rüber, weil ja die Melissa keinen Sinn mehr gesehen hat in der ganzen Sache. Also ich muss sagen, der Einzige, der dich ziemlich schnell durchblickt hat, das war der Alex. Wenn Diana eine Granate ist, ist die Mutter eine Atombombe. Ich finde, du spielst nur. Wie du das alles so eingefädelt hast, das geht gar nicht. Danilo ist einfach gebacken. Sehr gut, dass Danilos Mutter ihren Sohn auch eher als einfach ansieht. Ihr ist aber schon bewusst, dass sie ihn gebacken hat, oder? Ich will nur nicht, dass mein Sohn so über den Tisch gezogen wird. Kommt gerade richtig, ja. Klar. Sie glaubt mir nicht wegen den Gefühlen zu dir. Und ich habe gesagt, sie hat dich gefragt. Wo sie aus der Villa rauskam und dann ist sie ja gefragt worden, wie ist die Beziehung zu Danilo, zu Mischa, lala, alles drumherum. Beim Einzigen, wo es ein bisschen gefunkt hat, war der Yasin. Hat sie gesagt. Was Rezo für die CDU war, ist Danilos Mutter für Diana. Es ist die völlige Zerstörung. Dann hat sie gesagt, sie wollte aber zwischen der Beziehung Yasin und Samira nicht dazwischen kommen. Aber sie hat es bereut, dass sie es nicht gemacht hat. Das sind ihre Worte. Hast du es gewusst? Nein. Das ist wirklich Kuriose daran. Danilo fühlt sich jetzt von Diana wahrscheinlich genauso verarscht, wie sich Melissa von ihm verarscht gefühlt hat. Du denkst, sie kommt wegen dir wieder rein. Dann hast du für sie geantwortet. Wegen mir? Und sie sagte dir auch. Aber sie ging danach zum Yasin. Was ist eigentlich schlimmer? Dass Danilos Mutter vorbeikommen muss, damit er es checkt? Oder dass er direkt auf sie hört? Nein, das Thema ist durch. Das Thema ist durch. Nein, aber wieso? Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Also glaubst du nicht an meine Gefühle? Ich glaube dir gar nichts mehr.
Ich habe nie von einem Funken geredet, Danilo. Ich habe gesagt, wir hatten einen Bezug. Lügt mich meine eigene Mutter an, oder was? Game over, Diana. Geil. Ich höre einmal auf mein Herz. Ich entwickle Gefühle zu dir, welche du spürst. Warte mal, aber wann hast du denn diese Gefühle entwickelt? Jetzt? Jetzt? Nein, was? Zwischen uns war von Anfang an der Bezug da und das weißt du. Und das ist der Moment, wenn ich Danilos Mutter härter als Danilo es je könnte. Von Michelle mal ganz zu schweigen. Bin ich jetzt mit dir oder bin ich mit keine Ahnung wem? Das ist eben die Frage. Also ich bin mir nicht sicher, Danilo, ich sag's dir ganz ehrlich. Diana geht unter und Danilos Mutter in die Trash-Geschichte ein. Auf einmal bei Yassin war der Funke da. Wo ich du hab, mir das Gefühl gesagt, über so mich, ich bin ja auch nicht blöd. Nein, halt nur einfach gebacken. Ein Hoch auf RTL 2, sehr gut gemacht. Ihr sollt einfach miteinander kommunizieren, die Sachen klären und dann trifft jeder für sich die Entscheidung. Nachgetaner Dramaarbeit haut die Mutter natürlich gleich wieder ab. Helena Fürst hat Tränen in den Augen. Bevor es gleich weiter Konfro gibt, erstmal ein bisschen runterkommen. Love Island steht ja für gehobenen Lifestyle und erlesenen Genuss. Die Jungs werden gleich unterschiedlichste Lebensmittel essen. Nur durch Küssen müssen die Mädels dann herausfinden, worum es sich handeln könnte. Aufpassen, Laura, in der nächsten Runde holt Mischa gleich seinen kleinen Mischa raus. Jetzt müssen unsere Feinschmeckerinnen ihre Tipps abgeben. Kaviar mit C. Sie sind einfach noch dümmer, als ich dachte. Weißt du, wieso du es wegmachen willst? Ja, weil ich das Haar vergessen habe. Ja, aber das ist doch gut, das bist du, Schatz. Ich will nicht klugscheißen. Thunfisch gibt es tatsächlich auch ohne Haar. Warum weiß der Lehrer das nicht? Danilos Date ist rum. Der Ärger geht weiter. Ich bin brutal geladen. Ich muss gucken, dass ich mich irgendwie unter Kontrolle habe. Wir hatten ein Date. Aha, okay, aber warum trägt Diana eine 3D-Brille? Naja, also Diana haut natürlich direkt ab und checkt mal schnell ihren Strategieplan. Deine Mutter hat alles gesagt. Was hat sie gesagt? Sie wollte mir die Augen öffnen. Aber wegen was? Dass Diana die Falsche ist? Dass sie was von Yassin will? Ja. Und umgekehrt? Genauso. Echt jetzt? Sidney, dich schaut das ganze Spiel. Kein Wunder bei den Augen. Für mich ist die zu laut. Die ist jetzt hier, um berühmt oder Bekanntheitsgrad zu erwerben. Entweder das Ganze schweißt uns noch mehr zusammen. Danilos Mutter wird ihn kalt machen, aber er hat sich halt gerade mal kurz an die 50.000 Euro Siegprämie erinnert. Oder das ist alles Fake. Wie bescheuert kann man sein? Aber am Ende hat die Sache ein Gutes. Es wartet das Halbfinale. 5 Couples, 1-4. Ein Couple von euch kann sich auf das Finale freuen. Diana und Danilo, ihr müsst die Villa leider verlassen. Danilos Mama hat ihn den Sieg gekostet. Völlig verdient, oder? Wenn euch mein kurzes Update gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Was sagt ihr zu Mama? Genau richtig oder ein bisschen übertrieben? Das ganze miese Spiel von Diana und Danilo gibt's hier. Das war schon richtig mies, was die mit Melissa abgezogen haben. Unbedingt reinklicken. Die komplette Aktion von der Mama verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt und lege mich gleich wieder ins Bett. Viel Spaß beim Gucken und bis bald. Ciao.